Disco-Drohnen. Was soll er machen, die da? Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Zeug? Alter, du Scheiße. Nox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Feuer. Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Call of Duty Advanced Warfare. Wir geben euch Deckung. Und es geht gleich wieder richtig mit Action los. Wir müssen das Ding holen. Ich geb dir Deckung. Schnapp dir die Dinger. Danke, Luna. Wäre nett. Drohnenschwarm! Nein. Oh mein Gott. Was sind das für Drohnen? Was soll er machen, die da? Oh mein Gott. Alter, was ist das für ein Zeug? Alter, du Scheiße. Nox hat's erwischt. Ich brauche einen sofortigen Rettungstransport. Scheiße. Wir müssen sofort alle Truppen abziehen. Ach du Scheiße, das Gas. Wieso sind wir immun? Eins wollte seine eigenen Leute schützen. Wir drei sind wohl immunisiert worden. Zurückschießen! Nein, das schaffen wir nicht. Sind wir jetzt festgenommen? Haltet durch. Der Sieg ist in greifbarer Nähe. Nicht für dich. Um uns herum fallen die Feinde, einer nach dem anderen. Jeder einzelne von ihnen kann die Veränderung einläuten. Ja, es wird Verluste. Und Rückschläge geben. Aber vertrauen Sie mir. Wir werden siegen. Die Sicherheit, nach der wir uns alle sehen und die wir alle verdienen, ist nicht weit entfernt. Doch wir können sie uns nur holen, wenn auch Sie bereit sind, dafür zu kämpfen. Kämpfen Sie. Oh mein Gott. Richtig heftige Mission. Zuerst im Chat. Richtig fette Action. Alles in der letzten Folge. Und jetzt wurden wir von so einem Gas erwischt. Also wir nicht, aber unsere ganzen Männer. Wir haben überlebt, weil wir immunisiert wurden, weil wir schon mal bei Atlas waren. Und jetzt starten wir einfach die nächste Mission. Ich habe dem Tod schon oft ins Auge gesehen. Ich habe es nicht gewollt. Aber in solchen Momenten spürt man eine Ruhe, eine Klarheit, die man nie erwartet hätte. Es wird einem klar, dass die Gegenwart das Ziel eines jeden Schrittes war, den man gemacht hat. Und im selben Moment sieht man einen zweiten Weg. Das ist der, für den man sich beim ersten Schritt hätte entscheiden können. Wir sind alle zusammen auf diesem Weg. Die Guten, die für die falsche Sache kämpfen. Und die Korrupten, die sich in Rechtschaffenheit hüllen. Jeder ist überzeugt, dass er auf der Seite der Engel steht. Aber jede Reise endet irgendwann und man kann dem Tod nicht ewig entrinnen. Wir hatten all unsere Kraft gegen Atlas eingesetzt, doch sie reichte nicht aus. Und nun mussten wir zahlen. Gefangen. Oh mein Gott. Vorsicht. Jedes Detail könnte wichtig sein. Was ist das hier? War mal ein Forschungslabor. Es ist ein Gefängnis, denke ich mal. Wohl modifiziert. Forschung für was? Irgendwas in Richtung Medizin, glaube ich. Aber egal. Jetzt ist es ein Knast. War die Medizin wieder scheißegal? Hat ein Knast draus gemacht? Oh mein Gott, es ist alles soweit. Unsere Männer. Wir überleben nur, wenn wir einen klaren Kopf behalten. Auf unsere Chance warten. Alle raus aus dem Laster! Los! Ich meine, die hätten uns einfach töten können. Es hätte schlimmer kommen können. Raus aus dem verdammten Laster! Obwohl ich nicht weiß, was jetzt schlimmer wäre.
Käfig öffnet sich. Die beiden. Ich glaube, das hier ist viel schlimmer. Geht ihr? Die anderen hinter die rote Linie. Der Käfig füllt sich. Hallöchen. Hinter die Linie. Wir gehen runter nach Null. Los in den Käfig. Wie kommst du hierher? Unsere Luftunterstützung wurde von Manticore vernichtet. Ich war nicht im Sprengradius, aber unser Trupp war völlig unterlegen. Holt uns hier irgendjemand raus? Die ganze Stadt ist verseucht. Wir haben uns komplett zurückgezogen. Denke nicht, dass jemand kommt. Käfig öffnet sich! Müssen wir jetzt das Lager rausboxen? Los, raus aus dem Käfig! Los, raus jetzt! Jungs! Bewegung! Mein Gott, lauf doch! Hierher, los! Na los! Gehen wir los! Okay, Käfig leer. Das ist so geil gemacht. Was glotzt du so? Oh mein Gott. Es kommen vier. Roger. C-Block rauf. Was passiert mit uns? Okay, Leute, hier entlang. Holen wir auf. Werden wir getötet? Müssen wir zu Atlas überspringen? Eieiei. Das waren wahrscheinlich mal die Käfige für Tiere, als sie hier noch Augen geradeaus. Los, als sie hier noch Medikamente gemacht haben, Testversuche. Da kommt was dazu, weg. Das haben sie da einfach Menschen reingepackt, diese Monster. Die nennt sich Polizei. Das ist keine Polizei. Freigabe. C-Block wird verriegelt. Käfig öffnet sich. Was soll denn das Scheiß jetzt? C-Block offen! Fesseln hoch! Freigabe! Sicher! C-Block wird verriegelt! Oh mein Gott, was ist denn das? Runter! Schönen Tag noch! Nein! Lass mich nicht durchkommen! Nein! Sicher! Was? Was ist das? Oh mein Gott. Bisschen angeschnallt. Ich wollte den Mann treffen, der mich umbringen sollte. Wir sollten sie nur aufhalten. Aber hätten wir sie umgebracht, hätte uns das auch nichts ausgemacht. Scheitern wird hier bei Atlas nicht akzeptiert. Daher bin ich ungehalten, dass drei meiner besten Leute so total versagt haben. Tja, aber so muss es sein. Die Spreu vom Weizen, die Starken von den Schwachen. Ja, ja. Die alten Spartaner wussten, was Krieg bedeutet. Aber das Wissen ging verloren. Zwei Jahrtausende lang. Und ihr Sohn Will, was war er? Spreu oder Weizen? Will war das Opfer der fehlgeleiteten Politik der US-Regierung. Will starb für das, woran er glaubte. Das Tragische dabei ist, für das zu sterben, woran man glaubt, macht es nicht wahr. Nein. Oh. Nein. Du bist nicht jung, aber du bist stark, Cormac. Ich gebe dir 20 Minuten, bis du verblutest. Bis dahin überleg dir, ob es all das wert war. Nein. Was ist das? Und du, der verlorene Sohn, kehrt zurück. Der wird mir doch nicht die Hand abnehmen, oder? Geglaubt. Ich gab dir eine zweite Chance. Oder er macht so. Du bist nicht wie Will. Mist, Karl. Reinigungsteam zur Krankenstation 3.
dreckige Arschloch, ey, ohne Witz. Wir müssen die Wunde vom Cormac stoppen. Die Blutung. Sonst schafft er es nicht mehr lange. Stopp die Blutung. Hol ihn da raus. Ich bin nicht so wichtig. Kannst du gehen? Stoppt Ayat. Ich kann nicht. Schluss. Wir können jetzt nicht ohne dich gehen, Cormac. Wir gehen. Alle zusammen. Ich hab ihn. Okay, mir nach und leise sein. Das schaffen wir, kommt Leute. Was zum Teufel wird hier gemacht? Sind das die Gefangenen? Vakuum versiegelt? Was haben die getan? Ich komme! Hey, guck, wir können die weg. Gib mir die Waffe an der Wand. Gib mir die Waffe an der Wand. Die Größe könnte passen. Nimm seinen Exo-Anzug und die Waffe. Okay. Da sage ich nicht nein. Nicht hingucken. Hier. Mit nur einem Arm lädt es sich schlecht nach. Jeder Schuss muss treffen und wenn du Munition brauchst, nimm eine neue. Bereit? Ja, ich bin bereit. Nur ein Arm. Sieht nach Oberflächenzugang aus. Ilona, hier entlang. Mitchell, an die Konsole. Die Tür öffnen. Ich habe jetzt einen Arm. Beeilung! Waffen runter! Ich schieße gleich! Mitchell, da bleiben! Fallen lassen! Was ist los? Nein. Tür verriegelt. Zurück. Verdammt. Vielleicht oben rum. Wir finden einen Weg. Mitchell, na los. Wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Ja, das schafft sie schon. Lassen wir sie nicht warten. Die beste Schützin. Ups, tut mir leid. Im Biolabor waren die auch gemein. Okay, ich damit rechne, dass die jetzt auch, dass sie nett sind. Wie ich Ilona kenne, sichert sie oben alles. Lassen wir sie nicht warten. Wenn ihr uns verpetzt, ne? Der hat mir die Spritze gegeben. Manticore schlägt. Oder der. Er feuert Raketen ab. Bagdad war erst der Anfang. Washington, New York, Los Angeles. Militärische Ziele im ganzen Land. Abschuss in unter 2 Stunden. Diese Tode. Verdammter Scheiße. 14 Millionen Tode in Los Santos. Wir haben nur noch ein Messer. Das könnte aber auch gehen. Ruhig bleiben. Schön ruhig. So, und den Rest machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.